Sind's wir. Oh. Keine Ahnung, wie lange ich das jetzt hier draußen bei dem Gekreuch und Gefleuch aushalte. Ich wollte euch jetzt mal erzählen von den technischen Daten in Bezug auf diese beiden newer Geschichten. Und damit wir das jetzt erst nochmal hier kurz aus dem Weg haben, ihr hört jetzt hier im Verlauf einerseits das Holyland Lark M2, dann auf der Spur 1 von dem Tascam hier das Neuer CM28 und dann das Neuer CM22, immer im Wechsel. Alle sind natürlich hier im Mono-Modus und hier sind keine weiteren Modifikationen, keine Effekte und so weiter angewendet. Ich will euch zuerst erzählen, was bei beiden gleich ist. Und zwar beide Mikrofone, sowohl das CM22 als auch das CM28, verfügen in der Ausstattung, die ich hier zur Verfügung habe, über jeweils zwei Sender und einen Empfänger. Beide haben auch den Noise-Canceling-Effekt. Es gibt natürlich noch andere Effekte, die hier im CM22 zur Verfügung stehen, aber das schauen wir uns dann bei den Unterschieden an. Beide kommen natürlich in einem Ladecase, verfügen über ein USB-A zu USB-C-Kabel. Beide haben auch einen Android- und Lightning-Adapter für die Android- bzw. Apple-Welt. Dann haben beide auch diese Tricks mit diesen magnetischen Clips. Und sonst könnte ich hier eigentlich das gar nicht an meinen Pullover anschließen. Ich werde mich mal ein bisschen durch den Raum bewegen. Vielleicht wird es dann auch gleich noch so eine Art Reichweiten-Test, weil hier fliegt mir dann doch zu viel Kram herum an Insekten. Zur Not habe ich ja hier noch eine Fernbedienung für die Ace Pro, zu der es übrigens auch eine ganze Menge Videos hier oben in der Ecke noch gibt. So, dann haben auch beide Mikrofone einen Mikrofoneingang, beziehungsweise also ja, so einen Mic-Klink-Eingang, mit dem man Lavalier-Mikrofone anschließen kann, um in diesen beiden Maschinen direkt über Lavalier dann aufzunehmen. Und beide kommen auch zusätzlich noch mit dieser wunderschönen grauen Tragtasche, die bei beiden Geräten mehr oder weniger identisch ist. So, das war eben das ganze Zubehör, was gleich ist. Und dann gibt es noch ein paar technische Sachen, die sich ähneln. Und zwar kann man bei beiden Geräten die Eingangsempfindlichkeit über den Receiver, also den Empfänger, einstellen. Bei beiden Geräten ist die Frequenz bei der internen Aufnahme, auch wenn das Signal über Funk gesendet wird, jeweils bei 16 Bit und 48 Kilohertz. Beide können sozusagen in Echtzeit auch monitoren. Das heißt, wenn ich jetzt vorne bei den Empfängern wäre, die laufen jetzt beide gleichzeitig in die Tascam-Maschine rein, dann könnte ich auch, geht bei jeder Kamera und so weiter, vor allem natürlich sinnvoll bei Kameras, die keinen Kopfhörerausgang haben, könnte ich einen Kopfhörer direkt an die Empfänger anschließen, um das Signal sozusagen zu wachen. Dann haben natürlich beide alle möglichen Kabel dabei für das, was man noch brauchen kann. Da gibt es ein paar Unterschiede. Das CM22 hat noch mehr Kabel. Das liegt einfach daran, dass beim CM28 die Verbinder zu den Android-Geräten oder beziehungsweise den iPhones dann direkt in so einem Winkelstecker sortiert sind, wie wir gleich noch sehen werden. Beide haben sowohl einen digitalen als auch einen analogen. Übrigens werde ich mal versuchen, vorsichtshalber hier im Neuer CM28 die interne Tonaufnahme noch mit laufen zu lassen. Ich synchronisiere das nochmal. Einfach nur für den Fall, dass die Verbindung jetzt doch abbricht, dann haben wir wenigstens noch eine hoffentlich funktionierende Tonaufnahme. Dann haben beide Mikrofone die Möglichkeit, zwischen Mono, Stereo und Safety Track
zu wechseln. Ja, und das hatte ich eben auch schon erwähnt. Beide verfügen über diese graue Tragetasche. Jo, meine Fernbedienung von der Insta360, die beschwert sich hier schon die ganze Zeit, hat glaube ich auch nur eine Reichweite von 6 Metern oder 10 Metern. Wir sind jetzt hier wahrscheinlich schon mindestens 20 Meter entfernt, aber ich hoffe, dass die Kamera sich da jetzt dann zumindest nicht ausschaltet und schön brav weiter aufnimmt. Kommen wir jetzt, ganz neue Situation, zu den Unterschieden zwischen beiden Mikrofonen. In dem Fall ist es ja ein Vergleich zwischen CM22 und CM28. Das CM22 hat ein Display eigentlich auf beiden Sendern und auch auf dem Empfänger. Aber das CM28 hat nur auf dem Empfänger ein Display. Das heißt, der Sender selbst zeigt hier nichts weiter an. Das CM22 hat tatsächlich 3 Soundeffekte zur Verfügung, also ein Low-Cut-Filter, ein Noise-Canceling-Option und auch noch so ein mysteriöses Echo, was man in dem Soundvergleich sich auch schon da nochmal anhören kann. Dies ist der einzigartige Echo-Effekt des CM22. Während das CM28 nur einen einzigen Soundeffekt hat und das ist das Noise Cancelling selbst, was ich hier aber deaktiviert habe. Es ist so schön windstill, deswegen nutze ich diese Situation, um eben ohne diese toten Katzen auf den Mikrofonen aufzunehmen. So, das CM22 schickt euch 2 Lavalier-Mikrofone mit. Das CM28, wie vorhin schon gesagt, hat ja die Mikrofoneingänge für Lavaliers, aber es sind keine Lavalier-Mikrofone dabei. Nächster Unterschied, On-Off-Switch am Ladecase. Das hat nur das CM22. Das CM28 schaltet sich jedes Mal automatisch an bzw. aus, also schaltet jedes Mal den Empfänger und die Sender an, wenn man die Klappe da aufmacht. Das finde ich eigentlich bei dem CM22 schöner, da kann man sich entscheiden, will ich jetzt hier überhaupt irgendwas machen, diese Batterie beanspruchen oder will ich nur was einstellen und so weiter, ist da meiner Ansicht nach besser gelöst. Dann nächster Unterschied, CM22 bzw. 28, was steht hier? CM22, das hat noch so eine kleine extra Transportbereich-Höhle hier in dem Ladecase drin. Das heißt, da kann man entweder zum Beispiel die Windschutzadapter reintun, die toten Katzen, oder ein Kabel oder vielleicht kriegt man auch einen Windadapter und ein Kabel rein, so dass man da sozusagen alles schon in dem Ladecase hier selbst hätte. Ein Unterschied ist natürlich, dass das CM28 die Adapter zum Android bzw. zum iPhone schon direkt mit in der Box drin hat, aber eben keinen extra Platz. Das heißt also, man muss diese äußere Tasche immer noch mit dabei haben. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt irgendwie nach draußen begibt und zu viel Zeit und Energie da reinsteckt, dann ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, am besten doch immer noch die Tasche mit dabei zu haben. Es gibt natürlich auch einen Größenunterschied zwischen beiden Einheiten. So, als nächstes, das ist jetzt schon ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, für die Desinfektionsfreaks unter euch. Im CM28, wenn man diesen Deckel nur so ein kleines Stückchen anhebt und so durchlinst, dann kann man das sehen. Da wird sozusagen intern beim Schließen des Deckels für ein paar Sekunden ein UV-Licht aktiviert, so dass dann angeblich alle möglichen Bakterien, eben getötet werden beim Schließen des Deckels. Diese Funktion hat man im CM22 nicht. Nächster Punkt. Und der ist ganz wichtig, gerade wenn wir uns jetzt hier draußen so bewegen. Natürlich hat das nur das CM28 diese interne Aufnahmefunktion als Option. Es kann sein, dass ich jetzt hier schon längst irgendwie außerhalb der Reichweite bin. Ich denke mal, es sind jetzt wahrscheinlich schon so circa 50 Meter weg. Also für den Fall, dass das schon zu weit wäre, dann nimmt eben nur noch in so einer Situation das CM28 auf. Beim CM22 war es das dann.
Das hat aber grundsätzlich eine längere Reichweite als das CM28. Und dann aber muss ich sagen, obwohl das CM22 schwerer ist, was natürlich auch jetzt ein Nachteil sein kann, finde ich, lässt sich das besser bedienen, besser öffnen und so weiter. Das CM28 ist da schon so ein bisschen fummelig, wie bei vielen kleinen Mikrofonen, zum Beispiel das LAG M2 oder Comica baut da auch so ein kleines Vimo C3. Das ist da sozusagen nicht ganz so sicher zu fassen wie das CM22. Nächster großer Unterschied, CM22, da kann man die Effekte vom Empfänger aus steuern, während im CM28 steuert man den einen Effekt vom Sender aus. Ja? Also ich kann hier direkt im Sender die Rauschunterdrückung an- oder ausschalten. Wenn ich das beim CM22 machen will, müsste ich jetzt erst wieder zurück bis zur Kamera bzw. eben zum Empfänger laufen. Insofern ich den Empfänger nicht auch noch hier mit mir herumtragen würde, das könnte ich ja jetzt machen im Falle des externen Rekorders. Irgendwann trägt man dann noch ein ganzes Studio mit sich herum. Das ist auch nicht unbedingt intuitiv. Beide Funkstrecken sind im Frequenzspektrum ähnlich, aber es ist kein riesiger Unterschied. Also CM22 2400 bis 2480 MHz und das CM28 2400 bis 2483 MHz. So, ich habe das eben falsch gesagt. Also angeblich ist die Reichweite des CM28 bis zu 200 Meter, während das CM22 bis zu 150 Meter stabil übertragen soll. Das könnt ihr jetzt euch euer eigenes Urteil bilden. Nächster Punkt, wenn man zweimal lädt durch die Ladebox, kann man mit dem CM22 bis zu 21 Stunden arbeiten, mit dem CM28 bis zu 24 Stunden. Wird hier behauptet, ich habe es nicht verifiziert. Dann, wie oben schon angedeutet, beim CM22 ist eine Telefonverbindung zwar möglich, aber eben nur mit Kabel, das dann wieder auch noch irgendwo herumschlackert, während man beim CM28 den Empfänger direkt über die Winkeladapter an ein Telefon anbringen kann und das ist insofern dann viel kompakter. Und ja, was den Windschutz angeht, da ist jetzt sozusagen beim CM22 das aktuell in Grau gehalten und beim CM28 in Schwarz. Nee, stimmt gar nicht. Ist auch grau. Es gibt aber ein ähnliches Produkt, was ich früher mal andere Firma, die dasselbe Design wahrscheinlich eingekauft und verkauft hat. Die haben da einen schwarzen Windmuff. Ja, gibt es da noch andere Unterschiede? Weiß gerade gar nicht so genau. Falls mir noch was einfällt, dann einfach an anderer Stelle. So weit, so gut. This is a field recording using the newer CM22 in stereo mode with no additional effects applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM22 in stereo mode and low frequency cutoff applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM22 in stereo mode and DSP noise cancellation applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached.
This is a field recording using the newer CM22 in mono mode with no additional effects applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM22 in mono mode and low frequency cutoff applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM22 in mono mode with DSP noise cancellation applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM22 in mono mode and KTV echo effect applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. The KTV echo effect is not available in stereo mode. This is a field recording using the newer CM28 in stereo mode with no additional effects applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM28 in stereo mode and DSP noise cancelling applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached. This is a field recording using the newer CM28 in mono mode with no additional effects applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached.
This is a field recording using the newer CM28 in mono mode and DSP noise cancellation applied. Since we are outside, of course, the wind muffs are attached.